Ich dachte, hier muss man runter. Guck mal, wie schön. Aber leider ist das kein RTX-Wasser. Das macht mich traurig. Warum ist das denn kein RTX-Wasser? Mann. Jawohl. Die können wir nicht kaputt machen, aber die. Jawohl. Munition voll. Ich verbrauche echt zu wenig Munition, ne? So, Gewehrmunition. Und nochmal Gewehrmunition. Schön. Was war das denn? Okay. Da war die Physik wohl ein bisschen am Backen. Wollt mal ein bisschen Randale machen, wa? So. Was haben wir denn hier? Oh, guck mal. Ein Fahrstuhl. Yay. Der erstaunlicherweise funktioniert. Warum auch immer. Ist genauso logisch wie die Flacherde-Theorie. Aber egal. Da. Was haben wir hier? Nee, es sieht mir aus, als würde es hier weitergehen. Was haben wir hier? Aha, hier geht's nicht weiter, aber hier können wir speichern. So, dann lesen wir erstmal. Feindlicher Kontakt, 18.11.1988. Sehr geehrter Van Johann, Jonassen. Gestern haben mich die Nachrichten erreicht, dass 10 Kilometer nördlich von Hakkavik... Immer noch. Es klingt für mich immer noch wie hackedicht. Das 10 Kilometer nördlich von Hakkavik mehr von diesen feindlich gesinnten Stahlmenschen gesichtet wurden. Waldarbeiter waren gerade am frühen Abend auf dem Heimweg, als sie 3 bis 4 dieser Dinger sahen. Später am Tag berichteten Zeugen von einem blauen Licht im Wald, konnten aber keine genaueren Angaben machen. Bis jetzt fehlt jede Spur von den Waldarbeitern. Das ist nun der 4. Fall innerhalb einer Woche. Ich möchte das geklärt haben. Vielleicht ist Wewelstadt verantwortlich und führt uns an der Nase rum. Haben Sie irgendwelche Vorschläge? Mit besten Grüßen, Eugene Carlson, Verteidigungsminister. So, benutzen. Oh oh. Oh Gott. Ich dachte jetzt Crash, Alter. Oh ho 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 ho. Oh ho ho. Okay, Gott sei Dank kein... OBS, was ist da los? Ich muss mir mal echt noch eine neue Maus und Tastatur kaufen, allein für den Laptop, ne? Dann habe ich zwar 3 Mäuse und 3 Tastaturen, aber dieses ständige Hin und Her nervt langsam. So, da liegt eine Heilflasche. Ich will diese Heilflasche. Kommen wir da von der anderen Seite dran? Hoffentlich. Ich will nicht den ganzen Weg zurücklaufen. Da liegt noch eine Heilflasche. Okay. Obwohl, ich hab genug Heal. Also. Brent, I've just entered that big building behind the beach. Is this the right way? Jetzt sei doch nicht wieder so. Boston Dynamics! Wie geil ist das denn? Die sehen einfach aus wie diese Boston Dynamics Roboter. Wie putzig! Okay, wenn die uns jetzt nicht angreifen würden, aber ansonsten putzig. Einfach Boston Dynamic. Wie geil. Komm, sind wir jetzt mal verschwenderisch mit den Heilflaschen, oder? Wie putzig waren die denn bitte? Oder die sahen einfach aus wie so Boston Dynamics Roboter. Kennst du die? Wenn du Q drückst, kannst du die zähmen. Habe ich gerade schon. Ja. Nochmal Q geht nicht. Ja, hier. Okay, warte mal. Ich will erstmal nach unten. Gucken, was da so ist.
Aha, weil hier ist auch was. Wo kommen die denn jetzt her? Hör mal, beruhigt euch mal, Jungs. Ich mag zwar Hunde, aber gerade habe ich keinen Bedarf. Da. Spawnen die ganze Zeit nach, oder was? Was war das denn jetzt? Es klang wieder so, als würde da noch einer kommen, ey. Entspannt euch doch jetzt mal bitte, Jungs. So, Batterie nehme ich natürlich gern mit. Und dann würde ich sagen, speichern wir mal kurz. Hör mal, wir sind gerade bei 60 FPS. Wie geht das denn? Hör mal, gestern lief das aber schlechter, das Spiel. So, speichern. Das wundert mich jetzt, dass das Spiel gerade so flüssig läuft. Ich sag's ja, es liegt am Spiel. So wie das Spiel Bock hat, so läuft es mal besser und mal nicht, ne? Es liegt nicht an meinem Laptop, weil der kommt mit der Leistung klar, wie man sieht. Munition voll. Oho. Hallo. Ja, ich weiß, du freust dich, mich zu sehen. Ich freue mich auch, dich zu sehen. So sehr freue ich mich. So sehr. So sehr freue ich mich, euch zu sehen. So. Munition voll. Die schlucken aber auch echt viel, ne? 2 Schuss pro Bot. Das ist schon mit einer Pumpgun echt nicht wenig, was die da schlucken. Ich weiß, es ist schade, Coaster Rider, aber gleich kommt nochmal die Gelegenheit, glaub mir. Wette ich mit dir. Genauso wie die Gelegenheit kommt, dass da nochmal Hunde kommen, wette ich. Na komm. Wauzi-Wauz. Komm, putt. Seid brave Wauzis. Keine Wauzis? Komisch. Ganz komisch. So. Das soll Wasser sein? Okay. Sag mir ehrlich, das sieht eher aus wie... Noch mehr Wauzis. Ja. Zu euch komme ich gleich. So. So, kommt mal zu Papa, ihr Hübschen. Hier bin ich. Oh oh. Scheiße, falsche Waffe. Warte mal. Willst du nochmal? Okay. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Hat der jetzt einfach 3 geschluckt? So. Hatte ich einfach die falsche Waffe ausgerüstet. So, wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Hallo. Ich schieße dir in den Arsch. Ich hab euch schon gesehen. Fuck, daneben. Der war getroffen. Moment, warte mal. Einmal reloaden. Heilen machen wir gleich. Heilen machen wir gleich. Erst müssen wir die downknocken hier. Wo sind sie? Da. Das gibt's nicht. Okay, ich glaube, ich muss mich mal heilen. So. Mann, wieder daneben. Das gibt's doch wohl nicht.
Waren das alle? Kommt da noch einer? Hm? Da ist noch einer. Headshot. Ah. Boah, wie das geknatscht hat, Alter. Ich weiß nicht, ob ich darüber will. Ey, da hat auch noch gerade einer Geräusche. Oh, warte mal, Haiflasche. Oh, die wollen wir nicht liegen lassen, oder? Also, ich für meinen Teil nicht. Nee, die lasse ich nicht liegen. So, haben wir hier noch irgendwo... Nicht? Nee? Hier auch nicht? Nee? Okay. Können wir hier rein? Ja, aber lohnt sich nicht. Okay. Ich glaube, dann müssen wir doch mal weiter. Oder lag hier noch was? Nee, wir müssen weiter. Gut! Habe ich nicht gesagt, ich habe meine Bedenken darüber zu laufen? Habe ich es nicht gerade gesagt vor 3 Sekunden? Habe ich gesagt, ne? Brent? Hab ich. God damn it, Brent? Hello? I guess I'm lucky to be alive. Es war so vorhersehbar, ja. Allein weil die Brücke gerade so heftig geknarzt hat, als ich kurz draufgegangen bin. Soundtrack kickt gerade ein bisschen vom Bass her, okay. Nur zu. Hier haben wir was. Gewehrmunition, jawohl, dafür hat sich's doch gelohnt. Noch Schwermaschinengun-Munition hat sich auch gelohnt. Eine Batterie hat sich auch gelohnt. Es hat sich komplett gelohnt, hier hinzugehen und zu gucken. Geil. So, ich laufe jetzt mal ein bisschen schneller, ne? Ah, okay. Dann gucke ich erstmal hier rein. Aha. Munition voll. Ich glaube, da geht es nicht mehr wirklich weiter, ne? Komm. Dann, sorry, Freunde. Ich weiß halt, was ich hier machen muss. Von daher lege ich schon mal die Kisten zusammen. Bleib liegen jetzt, Mensch. So. Und jetzt. Und schnell. Und schnell. Und schnell. Und schnell. Sehr gut. Hat geklappt. So. Aha. Komm zu Mama. Manchmal sage ich Papa, manchmal Mama, weil wir spielen eine Frau, ich bin ein Kerl, mal so, ja? So, kommen wir hier rein? Nein. Hier haben wir wieder... Kann ich den... Sag mir nicht, den kann ich hierfür nutzen. Oh. Hat sich ja echt gelohnt. Oh, gleich 2 von denen. Machen wir es lieber so. Ja, lad ruhig nach. Lad ruhig nach. Mach ruhig. Du bist schon down, Kollege? Okay. Ja. Wenn du willst. So, bisschen aggro werde ich jetzt langsam hier. Guck mal, wir haben noch was zu lesen. Der Mauerbau. Schön. 5.8.1991. Tonaufnahme eines Bauarbeiters. Heute kam Rosendahl höchstpersönlich auf die Baustelle am Westtor. Was für ein ehrenwürdiger Mann. Oh. Er hat uns allen die Hand geschüttelt, unsere Werkzeuge und Instrumente überprüft und jeden gesetzten Stein genau angeschaut. Ich glaube, so eine Mauer hat noch keiner gesehen. Die Präzision der Baupläne und die architektonische Qualität ist unerreicht.
Rosendahl übertrifft das, was man über ihn hört. Die Mauer ist jetzt 30 Meter hoch. 10 Meter fehlen noch. Ich sehe keine Möglichkeit für Atlas, in die Stadt einzudringen. Ich hoffe es zumindest. Ja, wir sehen ja alle, was daraus geworden ist, ne? Wir sehen alle, was daraus geworden ist. Da, Atlas, moin. Ha. Was ein Ehrenmann. Ja, irgendwie weiß ich nicht. Bei Rosendahl und bei Walter habe ich ein schlechtes Gefühl mittlerweile. Ich weiß nicht, ob das noch der Walter ist, den wir mal kannten oder den Nora hier kannte, ja? Also, weiß ich nicht. So, hat sich das jetzt überhaupt gelohnt, dass ich hier... Hat sich nicht gelohnt, dass ich die Tür aufgeschlossen habe? Hier waren nur zwei dumme Roboter drin? Wow. Wow. Nur Munitionsverschwendung. Ich warne euch, macht nicht diese Tür auf, falls ihr dieses Spiel spielt. Lohnt sich nicht. Komplette Verarsche. Ja? Komplette... Komm, machen wir den da drüben auch noch, oder? Au, oh, moin. Autsch, der hat mich einmal gehittet. Ich hab nur eine Heal-Flasche. Mach doch jetzt nicht so einen Dröppelt. Ich will hier nur in Ruhe looten. Moin. Prost. So. Gucken, ob wir noch zufällig eine Heilflasche finden. Hier lagen ja einige zerstörbare Kisten. Ah, natürlich kriege ich da wieder Fallschaden. Heilflasche? Hallo? Heilflasche? Ich habe das Gefühl, hier kommt gleich ein ganz dicker Bossfight. Heilflasche. Come on. Gib mir Heilflasche. Bevor dicker Bossfight. Komm. Du willst mich doch nicht in den Bossfight schicken mit ohne Heilflasche. Mit ohne Heilflasche. Deutsch wieder am Start. Wow. Oh, und die Physik auch. Heilflasche. Ja. Genial. Das Spiel hat mich erhört. Es hat mich erhört. Es hat mir eine Heilflasche gegeben. Ja. Was ist das? Kann ich nicht mitnehmen. Okay. Dann nehme ich es halt nicht mit. Oh. So, haben wir hier sonst noch Sachen rumliegen? Ich renne schon die ganze Zeit, damit das ein bisschen schneller geht, weil Gronkh ist hier einfach so durchgelatscht und ich denke mir, Gronkh, Junge, wenn du schon alles leer lootest, dann beeil dich wenigstens ein bisschen. Ich beeil mich, Freunde, keine Sorge. Ja, geht gleich weiter. So, Munition voll, eine Wand, die keinen Schatten empfangen will oder kein Licht, was auch... Ja, und noch eine Heilflasche. Nein. So, ich denke mal, das war alles, ne? Wir gehen dann jetzt runter. So. Bupp. Munition voll. Okay. Ah, okay. Ich sehe schon. Aber keine Gegner? Nichts? Oh. Immerhin ein Gegner, wa? Der ist down. No scope, bitch! So. Einmal. Und jetzt der andere. Oh, warte. Warte. Weiter geht's. Mann, Junge! Auch No Scope! Oh. Die freuen sich halt, ne, dass sie mich sehen. So, Freunde, ich verlasse euch, ne? Ciao. Wuhu.
Tschüss. Und so ein dreckiger Spawn-Killer bin ich auch noch. Der Roboter ist gerade erst gespawnt und ich so, pum, weg mit dir. So. Wo sind wir denn jetzt wieder gelandet? Freunde, das Spiel ist gleich vorbei, ne? Das war gerade quasi der Endkampf. Ich sag's euch. Ich verarsche euch nicht. Das war gerade der Endkampf. Ich verarsche euch nicht. Jetzt kommt zwar noch ein bisschen was, aber... Das hier, ne? Ich möchte mich trotzdem vorher nochmal umsehen. Hier sind wieder nur solche Dinger drin. Ja, wir müssen das Spiel nochmal auf Hardcore spielen. Das ist echt zu einfach gewesen. Das war ja mal ein heftiger Endkampf. Ist so, ne? Ist so. Das war der Kampf des Jahrtausends. Tagebuch von Josef Oswald, 4 von 5, 28.09.1993. Während ich das hier schreibe, muss ich mir Watte in meine Ohren stopfen, sonst könnte ich mich nicht auch nur eine Sekunde lang konzentrieren. Die Vögel sind zu laut und meine ganze Wohnung ist inzwischen voll von ihnen. Ich schmeiße immer wieder welche raus, aber das scheint das Problem nur zu verschlimmern. Ich habe versucht, sie aus dem Fenster zu schmeißen und die Vögel freizulassen soll das höchstwahrscheinlich heißen. Nichts hilft. Wenn sich meine Situation nicht bald ändert, werde ich noch verrückt. Ich höre sie die ganze Nacht. Piep, piep, piep. Wenigstens stehen wir nur fest gegen Rosendahl. Ich habe fast alle Konservativen. Natürlich, Luxa. Konservativ. Was denkst du denn? Ich habe fast alle konservativen Politiker auf meine Seite. Und im nächsten Jahr, im Frühling, wird es ein Referendum geben. Das entscheidet, ob die Maschine abgeschaltet wird. Ich kann es kaum erwarten. Ja. Und ich glaube, dann kam der Krieg. Wetten? Ich glaube, dann kam der Krieg und die Evakuierung. Und es ist nichts drauf geworden und die Maschine läuft bis heute. Wette ich mit euch. Ich wette. So, ist hier was drunter? Nee. Das einzige Mal, dass ich unter eine Treppe gucke und dann ist da nichts. Was für eine Blamage. So. Oh. Nehme ich mit. Werden wir wohl nicht mehr brauchen, aber nehme ich mit. So. Kommt man hier? Nee, hier ist hier ist gar keine Tür. Okay. Lass mal vorbei, Jim. Danke. So. Ah. Ich dachte, die Tür wäre zu. Okay. Hier ist aber nichts. Hm. Hier kommen wir jetzt nicht rein. Okay. Warum auch immer. Hier kommen wir auch nicht rein. Hier ist nicht mal eine Tür. Kommen wir auch nicht rein. Kommen wir auch nicht rein. Hier kommen wir überall nicht rein. Gut, dann ab nach oben, oder? Huch. Hab dich.